Zu einer Zeit, zu der die meisten Menschen sich noch in ihren Betten räkeln, läuft hier längst schon alles auf Hochtouren. In der Produktion der Bäckerei Loskern in Bamberg. Ich stehe früh auf, komme 5 Minuten davor rein. Ganz normal. Du Schnecken aufteilen, lass Bleche durch. Vorne meine Laugenbleche sauber machen. Ja, und mir helfen mit Brot einschießen und stürzen. Und dann wieder zusammenkehren. Thomas Auer ist einer von inzwischen rund 100 Beschäftigten des mittelständischen Bäckereibetriebs. Es sind vor allem Menschen mit psychischen Einschränkungen, die hier mit ihren Kollegen im Team Hand in Hand zusammenarbeiten. Und das zum Teil schon über lange Zeit. Jetzt bin ich schon seit ungefähr 22 Jahren, seit 88. Der persönliche Kontakt zu seinen Mitarbeitern ist dem Firmenchef Thomas Loskern ein Anliegen. Und was die Anstellung von Menschen mit Behinderungen anbetrifft, der fränkische Bäckermeister braucht dafür keine gesetzlich vorgegebene Beschäftigungspflicht. Wenn man es genau nimmt, habe ich diese Einstellung, Mitarbeiter mit Behinderungen zu integrieren, vom Vater schon geerbt. Also zu seiner Zeit hat man schon einen Mitarbeiter mit Kinderlähmung, der sehr aktiv und sehr tüchtig im Einsatz war. Und ganz wichtig ist, dass man einen geeigneten Arbeitsplatz hat und dass alle Mitarbeiter diesen Gedanken und diese Einstellung auch mittragen und mitleben. Und wenn man damit den richtigen Rahmen gefunden hat, ist das eigentlich gar kein großes Problem. Dann läuft es relativ geordnet, relativ normal und relativ nicht nur problemlos, sondern gut. Hier gehört also die Beschäftigung behinderter Mitarbeiter sozusagen zur Familientradition. Doch viele Arbeitgeber zögern, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Dabei mangelt es oft nur an Information und Aufklärung. Die Schwierigkeiten zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen sind gar nicht so groß, wie man vielleicht befürchtet. Der Arbeitgeber steht nicht allein. Es gibt flächendeckend die Integrationsfachdienste, die dabei unterstützen. Es gibt die Integrationsämter, die mit technischem Know-how für die Anpassung eines Arbeitsplatzes, die mit Lohnkostenzuschuss und anderen Hilfsmaßnahmen unterstützen, um dabei Schwierigkeiten zur Seite zu stehen. Insbesondere bei Kleinbetrieben ist noch Überzeugungsarbeit nötig. Und dazu gehört auch, solche positiven Beispiele bekannter zu machen. Wie steht es um die Beschäftigungschancen junger Menschen mit Behinderungen? Das wollten wir von dem Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, Heinrich Alt, wissen. Wir haben derzeit 5.900 behinderte junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos. Das ist ein sehr niedriger Wert, das ist ein sehr guter Wert. Der könnte vielleicht noch ein bisschen gedrückt werden, aber für die 5.900 gibt es immer einen Plan und eine Eingliederungsvereinbarung. Also es geht uns keiner verloren. Wir haben auch für jeden eine, würde ich sagen, immer die beste Idee, aber eine gute Idee, wie man ihn in Ausbildung und Beschäftigung bringen kann. Von daher die Situation insgesamt nicht schlecht. Auch Betriebe, die sich mehr behinderten Jugendlichen öffnen, weil sie merken, der Markt wird knapp. Und das ist eine interessante Zielgruppe. Und es gibt ja auch genügend Erkenntnisse darüber, Betriebe, die sich auch sozialen Herausforderungen stellen, machen ein besseres Geschäft. Weil sie bessere Gesprächspartner kennen, weil sie den VDK kennen und andere und damit auch ein besseres Geschäftsergebnis haben. Wenn sich das rumspricht, wäre das auch für eine Unterstützung von behinderten jungen Menschen eine tolle Idee. Behindern ist heilbar. Der Schlüssel hierzu ist die Ausbildung. Da gibt es in manchen Altersgruppen noch Nachholbedarf, meint die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Ulrike Mascher. Also wenn man sich die Zahl anguckt, ja, die ist im Vergleich natürlich, wenn man die Situation sich in Spanien, in Portugal oder in Griechenland anschaut, leben wir natürlich hier unter sehr guten Bedingungen. Aber Herr Alt hat auch deutlich gemacht, dass wir in der Altersgruppe zwischen 25 und 30 sehr viele haben, die eben keine Ausbildung bekommen haben, als sie in dem Alter waren. Und dass es hier dringend notwendig ist, diese Gruppe zum Beispiel nachts, also ihnen eine Qualifikation zu ermöglichen, weil sie ja noch bis 67 arbeiten sollen. Und das ist noch eine wichtige Aufgabe, die die Agentur für Arbeit lösen muss. Und das Zweite ist, dass wir schon sehen, dass es Jugendlichen mit Behinderung schon schwerfällt, einen Ausbildungsplatz zu finden, vor allen Dingen auch in einem gewünschten Beruf.
Damit dies möglich wird, muss die Ausbildung stärker am zukünftigen Beruf orientiert sein. Das kann entweder schon in der Schule geschehen oder durch Praktika im jeweiligen Betrieb. Auch Thomas Auer ist über ein Praktikum in die Bäckerei Loskern gekommen. Hier hat er seinen Arbeitsplatz gefunden.